So, willkommen zurück zu Trin 4, der Albtraumprinz. Wir sind gerade für den Eagle unterwegs. Er vermisst Samen für Blumen. So, hoch mit dir. Das war da noch dran. Hier noch höher. Nee. Na gut. Dann eben nicht. Hier ist wieder was für eine Seilbrücke. Wieder mal blöd. So. Machen wir einfach mal Eis. Heften wir das nochmal dran. Feuer. Sehr blöd. Oh Gott, dann machen wir einfach Kistenmagie. Das reicht ja schon. Okay, hier das Schwert. Da geht's bestimmt nach oben rein. So. Das schaut doch schon danach aus. Erstmal nach unten. Packen wir mal zwei Kisten hier hin. Schwuppsdiwupps. Und hier. Oh, nein. Elektrowolf. Elektrohexe. Wo kommen all die bösen Dachse her? Das müssen die Albträume des Igels sein. Ich schätze, der Dachs und der Igel können sich nicht besonders leiden. Ach Quatsch, Dachse und Igel, die vertragen sich doch. Stimmt, sehr gut. Okay, hier müssen wir nachher rausziehen. Erstmal die Tür weiter.
soll ich den Wagen zurückziehen? Okay, wir nehmen mal mit. Schön gerade. So. Okay, hab eine Idee. Wir bauen einen Turm mit Kisten. So. Na. So. Verdammt. Ihr blöden Kisten. Dann eben noch mal hier. Nein. Ich will einen schönen Kistenturm bauen hier. Schade. Moment, aber jetzt haben sie ein Seil. Das müsste doch jetzt schon reichen. Da hätte ich die auch unten verbinden können. Scheiße. So. Geht doch. Bam. Tam. Besser, ja, voll. Geht's hier eigentlich noch höher? Denke mal nicht. Was zum Schwingen. Okay. Licht da unten.
So. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine Kiste. Bring doch nicht weg, du blöde Kiste. Komm, bitte. Okay, wir machen noch eine Verbindung. Ach so, jetzt müssen wir erstmal unser Schild umbauen. So. Samen für unsere Sammlung. Ja. Das muss die weiße Midsommerrose sein. Da wird hübsch, sich. Aber nicht so hübsch wie Diamanten. Der Igel aber freuen. So. Ein paar Samen brauchen wir noch. Dran. Eine hier und eine oben drauf. Ach, das ist so ein normaler Weg. Moment. Kurz schauen, ging es hier unten irgendwie anders weiter? Okay, es geht nicht weiter da unten. Gut. Dann halt hier oben. Dann bauen wir uns halt wieder einen Kistenweg. Und so. Und einmal. Zack. Wieso an der Decke die ganzen Spitzen?
das Ding wieder hüpfen. Da geht's nicht weiter, wie es ausschaut. Wir haben wieder 2 Verbesserungspunkte über. Schauen wir mal, was gibt's denn diesmal? 2 Objekte haben wir erworben. Hüpfkugel. Was ist das beim Froststampfer? Wenn Pontius auf einen Gegner aufstampft, erzeugt er um sich herum eine eisige Schockwelle. Okay. Klingt vernünftig. Tada. Okay, hier unten ist wieder was zum Springen. Moin. Moin. Okay. Speichervorgang, super. Da kann ich hier mal die Folge beenden. Tschüss, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Mal.